Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich mit euch zusammen meine Sammlungsreihe fortführen und zwar geht es heute um meine Parfums. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ihr habt im Thumbnail schon gesehen, was auf euch zukommt und hinter mir befinden sich dann auch die Geschichten, wo das Ganze einsortiert wird, weil es steht natürlich jetzt nicht irgendwie im Studiolicht oder so, wo sehr viel Licht rankommt. Ich habe das in einer sehr dunklen Ecke bei mir hier nebenan stehen, wo eigentlich eher so eine sehr, sehr, ja wie soll ich das sagen, lichtfreie Zone ist, denn da bewahre ich meine Parfums auf. Am besten bewahrt man die ja natürlich im Schrank auf, weil ansonsten ja das Parfum oxidieren könnte, weswegen ja zum Beispiel manche Firmen auch sowieso schon geschlossene Flakons anbieten. Genau. Ich freue mich sehr, dass ich in diesem Video auch eine Kooperation habe und zwar mit Songmix. Da könnt ihr mit Claudi 15 gerade 15% auf alles sparen. Die haben ein riesiges Sortiment. Da haben die nicht nur Beauty-Aufbewahrung oder Schmuckaufbewahrung, was ich euch schon mal gezeigt habe, sondern auch generelle Möbel. Die haben auch für den Garten so Produkte. Ne? Die haben, mein Freund sagte schon, ey, guck mal, die haben sogar hier für Kinder Trampolin und sowas. Das wäre vielleicht mal was für die nächste Kooperation. Nein, aber in diesem Video möchte ich euch gerne die drei Türme zeigen, die ich auch von Songmix zugeschickt bekommen habe, um dort auch meine Parfums drin aufzubewahren. Weil ich hatte vorher das Ganze etwas unschön stehen und mittlerweile ist meine Parfumsammlung halt relativ groß geworden, also im Laufe der Jahre, sodass ich da auch einfach ein bisschen mehr, ich möchte da auch besser drankommen können. Und da kommt es ganz gut, dass ich zum einen diese Kleinaufbewahrung habe, was man ja normalerweise eher so für Make-up-Produkte verwendet, aber da kann ich zum Beispiel hier ganz total großartig die Parfumproben halt reinpacken in die Schubladen oder in die größeren Schubladen kann ich dann auch die etwas größeren 10ml Produkte zum Beispiel reinpacken, ne? Und dann gibt es aber auch noch größere, wo man dann größere Parfums reinmachen kann. Und ich finde diesen Turm wirklich großartig, weil er sehr platzsparend ist und gleichzeitig total übersichtlich. Das Acryl davon ist auch sehr, ja, ich weiß nicht, es fühlt sich gut an. Es fühlt sich jetzt nicht irgendwie günstig an oder so, obwohl die Produkte nicht teuer sind. Und das finde ich halt sehr, sehr bemerkenswert. Und ihr habt es mir auch schon als Review von euch gegeben, dass wenn ihr dort was bestellt habt, dass die Qualität der Produkte halt auch einfach stimmt. Ne? Und deswegen habe ich halt einfach auch in diesem Video gerne wieder eine Kooperation mit Songmix. Gebe euch die 15% super gerne an die Hand. Und also ihr habt auch ein paar Einblendungen gesehen. Ich finde es total großartig, dass ich dort jetzt einfach auch etwas griffbereiter meine Parfums finden werde, denn es sind schon allerhand. Ne? Ich verlinke euch alle Parfums, die ich verlinken kann, in der Infobox. Leute von heute. Ja, okay, wir starten einfach mal. Ich habe mir auch so ein paar Notizen gemacht, sodass ich da vielleicht ein bisschen besser vorankomme. Und ich starte mit so einem absoluten Klassiker. Also es gibt tatsächlich sogar Leute, die das Produkt gar nicht mögen oder das Parfum. Und zwar ist es von Lancôme, das La Vie est Belle. Ich mag es sehr, sehr gerne und habe das auch mal von Emmy geschenkt gekriegt. Ich hatte das mal in einer kleinen Variante. Und ich hatte das auch mal in der Originalgröße. Das hat mir auch mal Kopfschmerzen bereitet. Es ist halt tagesformabhängig tatsächlich bei mir. Aber an und für sich ist das wirklich ein sehr schöner Duft. Ein Duft, wo ich halt einfach blind zugreifen kann und weiß, dass ich, egal was gerade so ansteht, ich den Duft auch verwenden kann. Es ist ein sehr blumiger Duft und ich mag ihn. Blumig-pudrig würde ich ihn einstufen. Ein weiterer, ich sag mal, Klassiker ist hier auch von Yves Saint Laurent das Black Opium. Das habe ich mir mal selber gekauft. Das ist, glaube ich, so ein Frustkauf gewesen und aber trotzdem. Also ich finde diesen Duft sehr schön. Der ist blumig, aber tatsächlich noch ein Stück weit was Orientalisches mit dabei. Ein bisschen was anderes. Also der hat noch ein bisschen mehr Pfeffer, weil du da auch ein bisschen mehr Vanille von drin hast. Und ich glaube auch, das ist ein Duft, den viele kennen. Denn der ist ein bisschen auch ein Stück weit mit ins Herbe und so. Also mir gefällt der sehr, sehr gut und ist für mich halt auch so ein richtiger Staple-Duft, ein Klassiker-Duft mehr oder weniger. Ne? Dann kommen wir zu einem etwas abgefahreneren Duft. Und zwar ist das der Narciso Rodriguez Forever. Das ist ein Duft, der relativ neu ist, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Das hier ist jetzt die Variante. Ach, guck mal, wusstet ihr, dass das zu Shiseido gehört? Ich wusste es tatsächlich nicht. Das ist die 30ml Variante und ich hole mir meistens auch eher die 30ml, weil ich krieg's eh nicht aufgebraucht, ist klar, ne? Die Narciso Rodriguez Düfte sind manchmal ein bisschen zickig, weil die können tatsächlich auch mal ein bisschen Kopfschmerzen verursachen, ja. Der ist auch ein bisschen herber. Da muss ich auch wirklich, glaube ich, noch echt überlegen. Der riecht wirklich gut, aber ich weiß, dass ich davon ab und an mal Kopfschmerzen bekommen habe. Deswegen packe ich den erstmal zur Seite.
Dann habe ich auch von Narciso Rodriguez vorher den Musk Nude. Der ist auch sehr pudrig, aber ich finde ihn auch sehr angenehm. Man hätte auch nicht gedacht, dass es auch 30 Milliliter sind, wenn man sich das so anguckt, ne? Aber dann ist das Glas sehr dick. Wobei ich mag den ein bisschen lieber. Der hat auch ein bisschen... Ja, der ist sehr pudrig, ne? Pudrig-blumig würde ich ihn beschreiben. Also ich mag ihn sehr gerne und das ist auch so ein Duft, der für mich persönlich so in Richtung Alltagsduft geht. Ja, der Calvin Klein CK Into You heißt der, den habe ich auch von Emmy bekommen. Ist ein Duft, den ich als blumig-sportlich bezeichnen würde. Ja, also das ist halt für mich eher ein Duft, der ist auch ein Alltagsduft. Der hat auch irgendwas Zitrisches mit dabei. Ich kann ja mal kurz hier, Bergamotte ist das Ding und Grapefruit, ne? Schwarze Johannisbeere, grüne Noten, Orchidee, Amber, Vanille und Zeder. An und für sich ist der schön, aber es ist nicht ganz mein Duft. Also das habe ich jetzt schon ein paar Mal tatsächlich getragen und habe für mich einfach bemerkt, dass ich nicht so unbedingt auf diesen Duft abfahre, weil der passt nicht so gut zu mir. Ich bin halt eher so die süße, fruchtige, die aber jetzt nicht zu sehr in Richtung Kopfschmerzen gehen möchte, sondern wie zum Beispiel das Black Opium, ne? Das ist halt wirklich schon so ein Duft, den ich auch sehr gerne und sehr viel trage. Dann habe ich hier auch einen, ja, den finde ich auch sehr schön und auch das ist ein Duft, den ich im Alltag so tragen würde. Wo ist er denn? Da, steht direkt vor meiner Nase. Den habe ich auch schon viel verwendet, der Jimmy Choo I Want Choo. Und ja, der hat auch was Blumiges mit dabei, aber auch so ein bisschen was, etwas, ja, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Das ist dann entweder das Harz oder diese eher zitrischen, oder ja, nicht zitrischen, zitrusfrüchtigeren Düfte am Anfang. Der ist wirklich schön. Aber ich greife da nicht so wirklich zu, weil ich habe halt so viel andere, die mich noch mehr glücklich machen. Weswegen der dann wahrscheinlich auch schon aussortiert werden darf. Jetzt kommen wir zu so ein paar zwischendrin mal, ne, Christina Aguilera Düften. Das ist halt mehr so ein Duft von meiner Jugend. Und wenn ich meine Jugend zurückholen möchte, habe ich mir die quasi in meine Sammlung gepackt, was eigentlich total bekloppt ist. Christina Aguilera Oh So Beautiful. Das ist halt so ein ganz, ganz... klassischer, ich bin ein gar nicht mal so super krasser Duft, 15 Milliliter, ne? Das ist halt auch ein Alltagsduft, aber Blumenbombe halt, ne? Ja, also da ist jetzt auch nicht super Aufregendes mit dabei. Trotzdem ein schöner Duft, aber nicht mein Duft. Auch wenn ich halt total auf dieses Maiglöckchen, was da drin ist, abfahre. Und ähnlich ergeht es auch tatsächlich diesem hier von Christina, der Cherry Noir. Wobei, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ich mag eigentlich diese Kirschnote davon schon sehr gerne, weil ich den etwas Besonderes finde. Aber ich greife selten dazu. Trotzdem finde ich den schön. Also den Cherry Noir, den behalte ich, aber den Oh So Beautiful werde ich aussortieren. Ah, den Alien Goddess habe ich quasi zweimal in der 10ml Variante hier, aber in unterschiedlichen Formen. Einmal ist es hier das in Anführungsstrichen normale Goddess, was ich so als blumig süß beschreiben würde, finde ich aber sehr, sehr schön. Sehr, sehr schöner Duft, den mag ich einfach. Und einen, den ich halt nochmal einen Tick interessanter finde, ist der Goddess, hier, wie heißt der, Supra Floral, das ist dieser hier, den hatten wir auch mal irgendwie in Boxen oder so mit drin. Der hat nämlich auch noch irgendwie sowas Blumiges und der riecht viel, viel intensiver. Also auch beide in die blumig-pudrige Richtung, aber beide so schöne Düfte. Und hier werde ich dann wahrscheinlich hier oben mal eine Geschichte anfangen. Das ist ein ganz aufregender Duft, der Flower by Kenzo. Der hat nämlich, was steht da? Pfeffer, Rose, Moschus, Vanille mit drin. Und ich hatte den öfters mal irgendwie in Adventskalendern und ich fand den auch gar nicht so optisch erst so für mich ansprechend, bis der irgendwann auch mal in diesem Sprayer kam. Der ist so schön. Ich mag diesen Duft auch sehr gerne. Ich müsste ihn definitiv mal öfters tragen. Ja, hier habe ich das For You von Helene Fischer. Das habe ich mal aus einem Trashy, glaube ich, rausgenommen. Ich bin kein Helene Fischer-Fan, ne? Und der Duft ist auch so ein Allerweltsduft, mehr oder weniger. Ich glaube, der bleibt auch nicht. Also so schön, wie ich den eigentlich finde. Das ist halt auch so ein Duft, den ich in Richtung... Das hört sich auch immer so merkwürdig an, aber ich finde, das ist tatsächlich so. Manche Düfte haben auch so einen, diesen Haarspray-Touch mit dabei. Und da gehört es auf jeden Fall mit dazu. Wahrscheinlich wegen dem Pudrigen oder so. Nihan ist ja eine Influencerin, die hat dieses La Seduction rausgebracht, was ich vom Duft her auch eigentlich echt angenehm empfinde. Auch hier, das ist eher so in die süß-florale Richtung. Das ist halt wirklich mein Vibe, ne? Das mag ich einfach gerne. Ja, also das werde ich auch definitiv behalten, weil ich finde einfach, dass sie da was Schönes rausgebracht hat, auch wenn ich Nihan selber nicht kenne. Ich hatte das in der Box drin und freue mich darüber.
Ja, hier muss ich nochmal gucken. Das ist von Judith Williams, ist quasi auch so, ja, wie eine Art Celebrity-Influencer-Parfum, ne? Ich weiß gar nicht, Beautiful heißt das, genau, 30 Milliliter. Das hatte ich auch mal in PR zugeschickt bekommen. Das gab es auch schon mal in Boxen. Ich finde, das ist auch so ein Alltagsduft, aber ich finde, das ist eher so ein eher nicht so vielsagender als Alltagsduft. Er sagt schon was. Er sagt, hallo, ich bin ein netter Mensch und deswegen hast du mich jetzt vielleicht gern. Aber der ist jetzt nicht super abgefahren, ne? Das ist ein ganz, ganz interessanter Duft. Den hatte ich auch in irgendeiner Geschichte mit drin von Rituals. Reff de Hanami, da haben wir 15 Milliliter drin. Ich weiß nicht, ob das im Adventskalender oder so drin war. Ich mag den auf jeden Fall sehr gerne. Der ist nämlich auch sehr floral. Sehr angenehm. Das ist ein schöner Alltagsduft auch für mich. Also bislang habe ich noch nicht so die Kabam-Düfte euch gezeigt, ne? Kommt noch, Leute. Und das richtige Kabell macht es natürlich ja auch eh so ein bisschen aus, wenn man die Düfte so ein bisschen auch untereinander kombiniert, ne? Oh, das ist ein wundervoller Duft. Gucci Flora, ja, Gorgeous Gardenia. Da sind 10 Milliliter drin. Den habe ich, als wir von Malaga zurückgeflogen sind, mir gekauft am Flughafen. Überteuert, aber egal. Weil das so ein toller Duft ist. Das ist ein richtig schöner, blumiger Duft. Den mag ich unheimlich gerne. Den kann ich euch auch voll empfehlen. Also da gibt es ja auch unterschiedlich, auch diesen Türkisen oder so, der auch sehr, sehr gut gerochen hat. Aber ich hatte mich für den hier entschieden und da bin ich auch echt happy drüber, weil der hat's drauf. Ach, guck mal, ich habe das La Vie Belle nochmal in so einer 10-Milliliter-Geschichte. Das lasse ich jetzt natürlich weiter wandern. Das muss ja nicht bleiben. Diesen Duft habe ich letztens erst von meinem Freund zum Geburtstag gekriegt, Daisy von Marc Jacobs, das Eau so Intense. Und er hat extra den 50-Milliliter-Flakon genommen, weil er gesagt hat, wahrscheinlich braucht das Mädchen ein bisschen mehr. Denn ich verwende tatsächlich super gerne und viel Parfum. Aber also ich mache das jetzt nicht so, dass wenn ich den Raum betrete, dass man nur noch mich riecht. Ne? Also das auf gar keinen Fall. Und ich finde auch, also das ist so meine Einschätzung, Parfum hält an mir selber gar nicht so intensiv. Weswegen ich das auch so ein bisschen an meine Haare und auf meine Kleidung sprühe. Da hält es auf jeden Fall besser. Und das ist ein Duft, das habe ich euch auch schon mal in einem Short beschrieben. Der ist so richtig umarmend. Der ist so, der hat was Süßes dabei, der hat was Florales mit dabei. Und das ist halt so der Duft. Allein deswegen, weil mein Freund mir den geschenkt hat. Und mein Freund schenkt mir nicht oft Parfum, ne? Werdet ihr gleich auch wahrscheinlich merken. Das ist jetzt so mein Freund-Duft. Ja. Und das hier ist dann quasi als Pendant dazu der Duft, den ich von seiner Mama gekriegt habe, der Chloé. Chloé, Chloé, hast du irgendwie noch einen doppelten irgendwas? 30 Milliliter. Und ja, das ist halt so ein Duft. Entschuldigung, wenn ihr irgendwie Autos oder sowas hört, das Fenster ist offen, weil es ist richtig, richtig warm heute und ich ja, wollte in diesem Raum noch atmen können, gerade wenn ich vielleicht das ein oder andere Parfum gleich noch sprühe oder, ne, habe ich ja auch schon das ein oder andere für mich jetzt gerade nochmal nachgetestet. Es ist kein Duft, der mich von den Socken haut. Aber es ist ein Duft, den ich zum Beispiel mit einem anderen Duft kombinieren würde. Und zwar mit einem etwas süßeren. Das würde eine gewisse Vollmundigkeit nochmal mit reinbringen. Denn diesen Grundduft davon mag ich sehr gerne. Und den habe ich auch an anderen schon gerochen und mochte ich auch sehr, sehr gerne. Da muss ich wirklich nur aufpassen, dass ich keine Kopfschmerzen davon kriege. Hier habe ich jetzt einen Duft, den habe ich auch schon sehr, sehr gut verwendet. Kajali Vanille 28. Oh, ja, also. Das hat sie gut hingekriegt, ne? Das ist ein richtig schöner Vanilleduft. Also, wenn man auf der Suche nach Vanille ist, kann man sich den auf jeden Fall mal angucken. Positiv finde ich einfach, dass man hier auch die kleinen Größen bekommt, zum Beispiel bei Sephora, ne? Dass man nicht direkt sich das Riesenparfum kauft. Da sind die halt auch nicht so unbedingt günstig, aber trotzdem kann man da einfach ein bisschen durchtesten. Deswegen habe ich mir zum Beispiel auch das Jan Pistachio geholt. Oh. Das ist ein ganz toller Duft, den man so kombinieren kann, auch mit anderen Parfums. Und das ist halt ein richtig toller Pistazienduft. Der ist sehr besonders. Weil das hast du so auf die Art und Weise, also wie so eine richtig schöne grüne Pistazie. Das riechst du sonst nicht oft irgendwo. Und deswegen kannst du mit diesem hier im Prinzip jeden anderen Duft auch ein Stück weit auf ein anderes Level bringen. Und das finde ich echt nice. Und dann, ja, komm, ich zeige euch alle, die ich von Kajali habe. Es sind vier insgesamt. Hier habe ich noch das Vanilla Candy Rock Sugar. Das ist dieser hier. Ja, mag ich auch sehr gerne. Wobei ich tatsächlich den Vanilla 28 etwas mehr mag. Der ist süß und riecht auch ganz angenehm. Aber wenn man wirklich Vanille und Süße möchte, ist der hier definitiv mehr dann das Ding, was man nehmen sollte. Es sieht so schön aus, dass die alle so gleich sind, ne? In ihren 10 Millilitern, 15 Millilitern, 10 Millilitern, genau. Und dann kommt dieser hier um die Ecke, finde ich echt schade. Das Love Fest Burning Cherry 48 ist das. Auch ein sehr angenehmer und schöner Kirsch,
angehauchter Duft, ja. Schon. Also hier riechst du auch wirklich eine fruchtige Kirsche. Habe ich letztens auch mit euch zusammen in einem Video verwendet. Aber wie gesagt, das in diesem Flakon hätte ich halt noch mehr gefeiert, weil dann wäre es halt so ein bisschen monkmäßig auch in einem ähnlichen Gedönsen. Es tut mir leid, es wird mittlerweile so warm. Ich muss jetzt wirklich meine Haare zurückmachen, weil die machen hier gerade auch echt sehr viel Wärmeentfaltung bei mir. Ja, ich merke echt, ich bin diesen spontanen Sommereinbruch auch echt nicht gewohnt. Okay, ich mache jetzt einfach mal weiter. Da habe ich hier von Michael Kors etwas. Ich habe jetzt eben noch mal so ein Liter Wasser schön geäxt, weil ganz ehrlich, ich habe gemerkt, dass ich ganz schön ausgetrocknet war. Okay, Michael Kors habe ich hier, das Sexy Amber. Das habe ich im Flugzeug gekauft, zusammen mit Nicole, Chiquita's Place. Die hatte den auch gekauft. Das saß ich ja auch mit Melly und Nicole. Und das sind 100 Milliliter. Der war relativ günstig. Und der riecht halt auch wirklich gut. Es ist ein Duft, den ich auch eher in die Richtung Allerwelts, nicht Allerwelts, Alltagsduft stecken könnte. Also der hat was Blumiges mit dabei, aber auch ein bisschen was, was auch ein bisschen mit in die Abendrichtung gehen könnte, so, ne? Ich mag ihn, ich finde ihn schön und ich sollte ihn definitiv mehr verwenden. Diesen Duft habe ich von der wundervollen Emmy geschenkt gekriegt, und zwar ist das das Idol von Lancôme. Das ist ein schwieriger Duft, weil der auch nicht immer gut bei mir funktioniert. Der ist sehr intensiv und sehr, sehr blumig, sehr auch in diese Haarspray-Richtung. Ich weiß nicht, ob ich das richtig rüberbringe, aber für mich sind viele Düfte einfach, ich weiß nicht, woran das liegt, an welchen Inhaltsstoffen oder an welchen Duftkompositionen davon, aber die haben dann irgendwas mit Haarspray für mich irgendwie in Assoziation, ne? Aber ich finde den Duft sehr, sehr schön. Ich kann den gut als Abendduft tragen. Über Tag wäre er mir wahrscheinlich zu schwer. Ich finde diesen Flakon total besonders. Also sehr schmal, sehr irgendwie handlich. Aber gleichzeitig hat man Angst, dass man ihn zerbricht. Den Duft finde ich richtig, richtig cool. Das ist aber wirklich einer, wenn ich mich cool fühle, trage ich diesen Duft. Das ist von Paco Rabanne das Fame. Ja, klar, Fame. Und zwar das For Woman. Und das ist ein Duft, der ist jetzt, also von der Duftnote her selber, einfach schön. Also der ist auch ein bisschen mehr so in die etwas Unisex-Richtung mit reingehend, ne? Also nicht komplett nur ein, in Anführungsstrichen, Damenduft, sondern er hat für mich persönlich auch ein bisschen was Unisex-mäßiges mit dabei. Aber ich finde den schön. Also das ist halt wirklich einer, nicht nur vom Flakon her, sondern auch vom Duft selber her, finde ich ihn einfach eher so, wenn ich so einen lässigen Tag habe, wenn ich eine Jeans und ein cooles T-Shirt dazu anziehe, zum Beispiel mein Tinkerbell-T-Shirt oder so, dann trage ich diesen Duft. Ich glaube, es hat mir echt gut getan, dieses Wasser zu trinken, ne? Den habe ich relativ neu und das ist auch so ein Klassikerduft, das Lady Royale von Paco Rabanne ist es, glaube ich, auch. Und ja, so schaut der Flakon ja aus. Wir kennen ja, oder Lady Million Royale, genau so heißt das. Wir kennen ja das klassische Lady Million für Männer, was ja auch so ein schöner Duft ist. Lady Million, das heißt nicht Lady Million, Paco Rabanne One Million, ne? Aber der ist halt auch. Ich weiß gar nicht, ich kenne irgendwen, der diesen Duft auch immer trägt. Irgendeine Freundin von mir. Ich weiß gerade nicht wer, aber wenn ich sie in den Arm das nächste Mal nehme, dann weiß ich es definitiv, dass es ihr Duft ist. Ich finde ihn auch sehr schön. Auch das ist ein Duft, da kann man einfach zu greifen. Da brauchst du keinen besonderen Anlass für. Den kannst du auch abends tragen, aber es ist für mich vor allem ein Alltagsduft. Prada Candy, auch der ist relativ neu bei mir eingezogen. Den finde ich tatsächlich auch etwas besonders. Das ist kein schreiender Duft, aber es ist ein Duft, den man wahrnimmt. Ne? Der ist schon in die etwas süßere Richtung und der Flakon ist auch sehr, sehr hübsch. Also das sieht schon auch etwas anders, etwas besonderer aus. Und den hatte ich auch letztens getragen und ich habe mich einfach den ganzen Tag schön damit gefühlt. Und ich glaube, das ist halt auch etwas, was ich mit meinen Düften versuche auch immer zum Ausdruck zu bringen, einen entsprechenden Mood. Also ich habe vor allem Mooddüfte, also mit OOD. Und ja, der gehört auf jeden Fall zu. Das ist auch ein Duft, den ich schon mehrfach an Menschen gerochen habe, wahrgenommen habe, sei es bei Aldi an der Kasse oder sei es auch einfach generell, wenn ich mit Menschen unterwegs war und ich dann gefragt habe, was trägst du? Und dann war das Prada Candy, ne? Das ist ein richtig schöner Duft, den ich einfach auch sehr, sehr gerne mag. Ein Duft, der jetzt ungefähr einen Monat bei mir auch unten in meinem Spiegelschrank stand, den ich auch dann wirklich jeden Morgen aufgetragen habe, ist der Paco Rabanne Olympia. Also Paco Rabanne ist, glaube ich, dann der dritte, den ich auch von der Firma habe, ne? Genau. Und der ist schön. Der ist aber, der hat auch so ein bisschen was, dieser Es kommt bald Sommer-Vibe, den hatte ich schon mit dabei.
Also der ist nicht nur blumig, der hat auch eine leicht fruchtige Geschichte mit dabei. Er macht aber keinesfalls Kopfschmerzen und ich habe ihn an mir persönlich als sehr, sehr leicht wahrgenommen. Ein Duft, den ich halt, oh, den feiere ich einfach und auch gerne mit so etwas schwereren Düften zusammen kombiniere, ist von Burberry der Goddess. Das ist dieser hier. Da haben wir Vanille, Vanille und Vanille, glaube ich, als Komposition drin. Oh, der riecht einfach richtig gut. Und der ist auch ein bisschen intensiver. Da wurde ich auch tatsächlich, als ich den die ersten Male getragen habe, auch öfters so mal drauf angesprochen, weil der doch etwas Neues in Anführungsstrichen mal war. Ne? Ist ein sehr angenehmer Duft, der, finde ich, überhaupt kein Potenzial zu Kopfschmerzen bringt. Und ich trage den unfassbar gerne. Und dafür, dass ich den so unfassbar gerne trage, habe ich den sehr wenig bislang verwendet, finde ich. Ne? Auch etwas, was sehr, 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 sehr stark in die süße Richtung geht, ist hier von Saint Bar das Vanille Indies. Und das hatte ja mal unser Freund und Kollege, der liebe Maxim, vorgestellt. Und dann habe ich mir das einfach auf seine Empfehlung hin nachgekauft. Und das ist ein Duft, wenn ich einfach zum Anbeißen riechen möchte. Den darfst du dir nicht auf die Kleidung sprühen, weil der einen sehr hohen Parfümölanteil hat. Aber der ist so unglaublich lecker. Das ist richtig, als würdest du an der Vanilleschote riechen, ne? Und ja, der ist einfach klasse. Ist aber dadurch, dass er eben diesen hohen Parfümölanteil hat und ich ihn nicht auf meine Kleidung, sondern vielleicht so in meine Haare und an meinen Körper sprühen kann, etwas schwierig für mich, weil ich dann immer ein bisschen aufpassen muss. Aber es ist ein total, also das ist ein Megaduft. Also der ist klasse, ne? Ja, krass. Das ist auch einer, den ich jetzt schon sehr viel verwendet habe, von Carolina Herrera, der Very Good Girl Glam. Very Good Girl Glam, genau, so heißt der. Ich liebe diese Schuhe. Ich finde, das ist so hübsch, ne? Kann man nicht anders sagen. Ein ganz, ganz toller Duft, der auch was Fruchtiges mit dabei hat, aber auch was Interessantes. Also es gibt so ein... Was war das? Ne? Also das ist richtig, richtig schön und ja, den hatte ich auch mal in alltäglicher Anwendung und ich finde ihn einfach sehr, sehr besonders. Ist zum Verreisen ein bisschen schwierig, aber dafür habe ich mir so Abfüllviecher geholt, dass ich das dann abfüllen kann und ja, einfach ein sehr, sehr geiles Parfum, was eher so in Richtung Abend geht, aber ich habe den auch tagsüber getragen. Ein sehr schöner vanilliger Duft, aber nicht zu sehr in die Saint-Barth-Richtung. Das hat noch ein bisschen mehr... Ich sag mal, die Leute rennen nicht unbedingt und wollen dich aufessen, sondern es ist schon ein schöner, angenehmer, gourmandiger Duft. Von Billie Eilish ist es dieses Eilish einfach. Ja, diese nicht so ganz so hübsche Büste von ihr haben wir hier. Und das riecht auch sehr schön. Das ist Vanille, aber mit einem Hauch von irgendwas anderem mit dabei. Also das ist nicht nur Vanille. Und das gefällt mir. Also das ist ein sehr, sehr edler Duft, finde ich persönlich. Aber er kann auch verspielt getragen werden. Hier ist es ein bisschen schwierig mit uns beiden. Das Lalique Le Parfum, da greife ich zu selten zu. Ich muss mir das mal unten hinstellen, dass ich das auch wirklich so generell mal trage. Ne? Das ist einfach, ja, eins gewesen, 100 Milliliter, was ich mir blind gekauft habe, was ich, auch als ich das dann gerochen habe, war ich sehr happy drüber. Und es war irgendwie auch recht günstig zu dem Zeitpunkt, wo ich das bestellt habe. Das ist es nämlich sonst nicht. Das ist ein schöner Duft. Der kommt am Anfang sehr alkoholisch erstmal rüber, ne? Aber danach ist er schon edel. Das ist was Besonderes. Ich glaube, den packe ich mir auch nicht hier ins Regal. Ich glaube, den nehme ich wirklich mal mit runter, dass ich den auch wirklich mehr an mir trage und da auch ein bisschen mehr für mich herausfinden kann, ob ich den an mir auch wirklich gerne mag. Hat was von, ich bin ein Alltagsduft, aber ich möchte doch irgendwie besonders sein. Das ist ein krasses Parfümchen. Von Fenty ist es einfach das Parfüm. Nicht nur in dem Sinne krass, weil es teuer ist, sondern weil das halt auch wirklich sehr intensiv riecht. Das ist ein Raumparfüm. Also das nicht Raum in den Raum sprühen, sondern du nimmst den Raum damit ein. Und ich würde das auch empfehlen, wenn ihr das nicht gerne mögt, dass es so herb ist oder moschusmäßig, ne? Dass man das mit irgendwas Süßem kombiniert. Zum Beispiel mit dem Saint Barth oder mit dem Billie Eilish, mit dem Burberry Goddess zum Beispiel. So mache ich das, ne? Weil so riecht es halt sehr intensiv und halt auch sehr, 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 sehr nach einer edlen Frau, ne? Muss man auch dazu sagen. Hier habe ich noch einen Duft von Nihan, den muss ich mir gleich nochmal riechen. Queens United, Duft ist der Schlüssel zu unseren Erinnerungen. Also ich mochte ja den von ihr schon, den ich jetzt schon einsortiert habe. Und jetzt gucken wir uns den nochmal mit der Nase an. Ja, der hat auch irgendwie was Süßliches mit dabei, das mag ich. Auch das ist ein Duft, den muss ich öfters mal verwenden. Der hat auch irgendwas, ich weiß nicht, ob das ein Bergamotte oder irgendwas Zitrisches ist, was mich ein ganz kleines bisschen irritiert, aber gleichzeitig sagt er, hey, ich bin ein Duft, ich bin ein Übergangsduft, Frühling, Sommer.
Aber du kannst mich auch abends tragen, wenn du möchtest. Der muss noch weiter ausgetestet werden, glaube ich, ne? Hier habe ich das Dylan Purple von Versace und das habe ich auch mal von Emmy gekriegt. Es ist so ein schöner Duft. Ich mag auch, also der Flakon ist wunderschön und der Duft, das ist meiner. Das ist ein richtig schöner Claudie-Duft. Weil der halt auch, also der hat ein bisschen auch diese Haarspray-Geschichte mit dabei, ne? Aber halt auch was Blumiges, was ich persönlich sehr gerne mag. Also ich finde, wenn man das so riecht und, ne, den an mir riecht, dann denkt man, ja, das passt schon. Das gehört schon ganz gut zusammen. Ich mag den. Hier habe ich jetzt von Marc Jacobs den Dot. Da muss ich nochmal gucken, ob wir beide uns mögen. Ich fand ihn nämlich in den letzten Malen, wo ich ihn verwendet habe, etwas zu subtil. Ja, also der ist richtig schön, aber ich bin tatsächlich eher bei dem, den mein Freund mir geschenkt hat. Das ist halt wirklich mehr meine Welt. Das ist ein schöner Alltags-Frühlingsduft. Ist süß ja auch, ne? Mit dem Schmetterling und mit dieser Marienkäfer-Optik. Ja, aber ich glaube, der wird weiter wandern. Ja, das ist ein Klassiker, das Yves Saint Laurent Libre. Das habe ich hier, ne? Das ist wirklich auch ein Duft, der hat auch wieder diese Haarspray-Note, aber auch was Vanilliges mit dabei. Ich mag den schon. Das ist ein Duft, also nicht jeder mag den, weil ich finde schon, dass er sehr nach Haarspray diese Geschichte halt mit dabei hat. Aber ich finde ihn trotzdem schön. Wer dann nochmal eine Schippe drauflegen möchte, kann sich dann diesen hier angucken. Das sind 50 ml von dem Libre L'Absolu Platin, so heißt die Geschichte. Den habe ich mir mal, als ich so eine Look Fantastic Duftbox, wie auch immer, hatte und dann einen Gutschein, habe ich mir den geholt. Ja, der riecht ähnlich wie das Libre oder ziemlich ähnlich, aber noch viel, viel intensiver. Das ist einer, der kann einem Kopfschmerzen bereiten, aber muss nicht. Das ist ein richtiger Abendduft, finde ich. Was ich auch so als sehr klassischen Duft empfinde, ist hier von Lancôme das La Nuit Trésor. Guten Tag, guten Abend, da fahren Leute nach Hause. Das hatte ich mal in so einem Lancôme Adventskalender oder so ähnlich, Valentinstagskalender. Das ist halt nicht wie das klassische Tresor, sondern es hat noch, ich wollte gerade schon wieder in den Deckel sprühen, ich habe mir doch extra solche Duftstäbchen geholt. Das hat noch ein bisschen was Fruchtiges mit dabei, finde ich. Ja, also den mag ich schon sehr gerne. Ne, das hat auch diese herbe Note, was man so von dem Tresor kennt, aber es ist nicht dieses Altbacken, ne? Ich finde, das ist einfach die Weiterentwicklung davon. So was Fruchtiges, Beeriges hat der. Ich weiß jetzt nicht, wie die Duftnoten sind, aber definitiv, da passt der rein. Oh, das ist richtig hübsch, ne? Mhm. Das ist von Victor und Rolf. Bonbon. Ja, das passt definitiv. Mag ich. Also das ist nicht nur optisch voll mein Ding, so verspielt und so niedlich, sondern auch vom Duft her wirklich schön. Also den muss ich auch viel, viel mehr verwenden. Ja, ist halt super süß und fruchtig, ne? Mag ich. Voll mein Ding. Hier kommen wir zu etwas edleren Gefilden, Dolce & Gabbana, wobei wir waren schon eben sehr edel unterwegs, ne? Devotion. Das ist sehr feminin, also sehr, sehr femme fatale-mäßig, würde ich sagen. Also das ist ein Duft, den ich trage, wenn ich femme fatale-mäßig riechen möchte. Ich rieche jetzt nicht mehr so viel, weil hier alles vollgesprüht ist schon. Aber so riecht der, finde ich. Auch sehr, sehr schwer. Den würde ich dann auch vielleicht, wenn ich es ein bisschen abschwächen möchte, mit einem süßeren kombinieren. Ne? Aber ein angenehmer, toller Duft, finde ich persönlich. Jetzt kommen wir mal zu etwas sanfteren zwischendurch. Da habe ich hier von Sol de Janeiro diverse. Die verwende ich zum Beispiel gerne, wenn ich abends dusche. Dann mache ich mir noch ein Parfum drauf. Das ist abgefahren, ich weiß, aber ich verwende das einfach gerne, weil es dauert immer noch eine Weile von dem Punkt, wo ich duschen gehe, bis zu dem Punkt, wo ich wirklich ins Bett gehe. Und dann mag ich einfach gerne nochmal dieses Gefühl. Und es gibt mir irgendwie Gemütlichkeit. Wenn ich zum Beispiel diese Nummer 62 verwende, das ist ja richtig so ein Salted Caramel, ne? Und ich weiß nicht, ob es solche Sets noch gibt oder so, wo man halt mehrere von diesen kleinen Düften drin kriegt. Ansonsten kann man die, glaube ich, auch in dieser 30 ml Variante so kaufen. Definitiv mal ein Schnüff wert. Das ist ja der klassische Bum Bum Cream Duft, ne? Ja, wobei ich den tatsächlich, also ich, ja, Bum Bum Cream, definitiv, aber ich weiß nicht. Ich finde ihn halt einfach etwas mehr in, ich bin ein Parfum, als ich bin eine Bodylotion, die parfümiert ist, ne? So halt. Wahrscheinlich, weil die ganzen cremigen Komponenten, die man in der Bodylotion drin hat, hier nicht mit drin sind. Was ich auch hier
von Sol de Janeiro habe. Achso, ich habe auch noch ein anderes, aber das ist noch nicht in die Sammlung eingezogen. Das ist erstmal noch bei meinem Full Face Beauty Boxen. Das Brazilian Cheirosa, die 68 habe ich hier. Das ist eine eher blumigere Variante des Ganzen. Auch das ist, glaube ich, inspiriert von einem Duft, den wir auch bei ja, Bodyprodukten so finden. Der ist auch ein bisschen in Richtung, wie soll ich das sagen? Der könnte ein Nachbar sein von dem Nachbarn von, wo bist du denn? Von ihm hier. Ne? Manche Leute sind auch einfach, die wohnen in einer Straße oder so, aber ganz grob. Ne? Das ist halt wirklich eine ganz sanfte Variante davon, das erschlägt einen halt auch nicht so. Und dann habe ich hier noch die Nummer 59, den habe ich mir mal gekauft. Ja, das ist, glaube ich, nicht ganz so mein absoluter Favorit von denen, die ich jetzt bislang habe. Ne? Ich glaube, das Sandelholz stört mich. Weil süße Sachen mag ich ja eigentlich, ne? Naja, aber trotzdem auch ein schönes Bodyspray oder es ist ja eigentlich ein Perfume Mist, ne? Aber was ich dann eher als Bodyspray verwende. Dann habe ich mir auch noch von Ivy & Lane diese beiden Bodysprays geholt und die mag ich an und für sich so als Bodyspray sehr gerne, aber dieses hier ist auch kein Nachbar zu einem eben gezeigten. Das Coconut Blush, das ist auch sehr, sehr angenehm, riecht schön nach Kokos und ist sehr sanft. Das ist sehr, halt so ein typischer Claudi geht bald ins Bett Duft. Das passt, ne? Also ich mag den. Also das ist ein schöner Duft. Genauso auch hier das Wild Pink. Den mochte ich sogar noch ein bisschen lieber, weil der halt ein bisschen mehr in die blumige Richtung geht, ne? Kommt immer drauf an, welchen Mut man so hat und was man so machen möchte. Genau. Dann habe ich auch jetzt aktuell unten, aber der wird dann jetzt durch irgendeinen anderen abgelöst. Ich weiß nur noch nicht. Vielleicht nehme ich den mal mit runter. Dann mache ich den jetzt abends quasi drauf. Oder? Na, ich guck gleich mal. Da habe ich auf jeden Fall das Nivea Sun. Und das sollte mir dann quasi abends den Sommer ins Badezimmer holen. So war meine Idee des Ganzen. Riecht halt ganz klassisch, wie der Nivea Sun Duft riecht. Ne? Ja, riecht geil. Also kann ich nicht anders sagen. Ich mag das schon sehr, sehr gerne. Auch ein sehr dezenter Duft, aber für mich leider zu wenig Kirsche. Der Cherry Bloom von Nature Blossom ist es, glaube ich. Ja. Und den mag ich ehrlich gesagt gar nicht so super gerne. Der ist mir ein bisschen zu herb, weswegen ich den jetzt auch aussortiere. Aqua Colonia, da habe ich hier diese Pink Pepper and Grapefruit Geschichte gerade erst in der Box drin gehabt. Das ist ein toller Kombiduft, habe ich mir gedacht, weil der halt sehr diese Frische von der Grapefruit mit dabei hat. Ich weiß nicht, inwiefern man den Pfeffer mit reinbringt. Ich muss jetzt nicht unbedingt niesen, wenn ich dran rieche, ne? Aber ich kann mir gut vorstellen, dass wenn ich irgendwie noch ein bisschen mehr was Spicyes irgendwo mit reinbringen möchte, dass ich das hier mit einem anderen Duft kombinieren könnte, muss ich mal gucken. Harry Potter, ja, unser Freund, oh, ist auch in der Drogerie eingezogen. Und da hatte ich mir die beiden Damendüfte geholt. Die waren okay, waren beide jetzt nicht so der ultimative Kracher. Das sind halt auch so Alltagsdüfte, die du mal so leer mit, also mit leer machen kannst. Der pinke oder der rosane riecht definitiv mehr, also der riecht weiblicher. Nein, der riecht weniger nach Mädchentraum, als ich das gedacht hätte von der Optik her. Ne? Und ja, den roten, den finde ich eigentlich ganz schön. Ja, der hat auch irgendwie was Kirschiges oder irgendwas Florales mit dabei, was mir persönlich sehr gut gefällt. Ich finde es irgendwie nicht so geil, dass die halt für den Preis rausgebracht wurden, weil die Verpackung, ja, die Fiole ist schön, aber auch allein wie das hier aufgeklebt ist. Ne? Das ist halt super unschön und es fühlt sich nicht so hochwertig an, wie es hätte sein sollen, meiner Meinung nach. Das hier habe ich letztens erst aus dem Trashy rausgenommen von Naomi John, das Kiss Me. Das hat mich sehr, sehr positiv überrascht. Also ich habe das gesprüht und fand es sehr schön und finde es immer noch sehr schön. Wir haben hier auch eine florale, sehr florale Bombe. Aber nicht so dieses, also ich habe hier nicht so diesen mega krassen Haarspray-Charakter mit dabei, ne? Ein schönes Parfum. Dann habe ich hier von Guess auch noch eins, das kriegt man ja auch in der Drogerie, das Seductive Noir. Und die Guess-Düfte sind tatsächlich auch recht schön, ne? Das sind so Mittelpreis-Drogeriedüfte, würde ich jetzt einfach mal dazu sagen. Ist ein Eau de Toilette, also es hält halt auch nicht ewig. Das heißt, es ist eigentlich auch ganz gut dafür geeignet, wenn man nicht so raumeinnehmend riechen möchte. Und das hier hat eine schöne Note, eine edle Note, aber keine Bam in your face Note. Bam in your nose vielmehr. Der Karl, da habe ich mir auch zwei Düfte von geholt. Einmal das Rouge und das normale von ihm. Genau, das Rouge ist, glaube ich, auch die neuere Geschichte. Das mochte ich eigentlich sehr gerne. Das ist schon ein bisschen spezieller, weil das auch ein bisschen was
intensiveres, fruchtigeres auch mit dabei hat, was mich persönlich auch einfach ein bisschen mehr, weiß ich nicht, überrascht hat, um das mal so zu sagen. Während wir hier wieder so einen ganz klassischen Duft haben. Also dieser hier, der ist auch nicht unbedingt was für mich, glaube ich. Den werde ich auch weiter wandern lassen, weil von diesen ganz klassischen Alltagsdüften habe ich ja schon einige in einem sehr hochpreisigen Bereich. Da brauche ich das nicht. Dann habe ich hier von Asam auch noch zwei Düfte stehen. Und zwar einmal das Cashmere Pearl. Das ist immer so ein Ding. Ich nehme das immer wieder in die Hand und denke mir, dann sortiere ich den aus. Dann rieche ich dran und denke mir, ach, du bist doch eigentlich so schön. Ich will dich gar nicht aussortieren. Aber krass ist er halt auch nicht, ne? Ich glaube, seine Zeit ist jetzt wirklich gekommen. Ich muss jetzt auch mal mich trennen von solchen Sachen, wo ich nicht unbedingt zugreife. Und dann habe ich hier The Scent of Magic. Den fand ich tatsächlich auch relativ magisch vom Duft her. Also das war schon ein bisschen was Spezielleres. Bin auch sehr zurückhaltend speziell. Na, ich gebe ihm aber noch eine Chance. Der kann noch ein bisschen bleiben. Jean Darcelle habe ich auch letztens, glaube ich, aus dem Trashy rausgenommen. Das Nummer 10 Eau de Parfum fand ich auch ganz interessant. Das roch auch mal ein bisschen anders. Jetzt sprühe ich doch so viel. Oh mein Gott. Gleich falle ich hier um, ich sag's euch. Das hat nämlich was nach, das hat sehr, sehr was nach Birne. Ja, das ist für mich in meiner Nase ein kompletter Birnenduft. Keine Ahnung, ob der wirklich nach Birne riechen soll. Aber für mich hat der was von einer frisch aufgeschnittenen Birne, Incarnation Parfüm. Aha, Birne. Hier habe ich jetzt zwei Düfte, die waren auch sehr, sehr beliebt, sehr, sehr gut bewertet. Und zwar die Girl Happens Eau de Parfum Düfte. Das ist einmal das Gold Dust und das Innocent. Und da muss ich nochmal dran riechen, weil ich habe sie nicht wieder gegriffen. Bin ich ehrlich, ich habe sie geholt, gekauft, ne? Und seitdem stehen sie im Schrank und ich habe sie nicht wieder verwendet. Und ich muss gestehen, ich bin jetzt nicht Fan, jedenfalls nicht so sehr Fan, dass ich jetzt irgendwie sagen würde, die müssen unbedingt bleiben. Die riechen beide einfach nach frisch gewaschener Wäsche. Das wären auch beides Düfte, die ich verwenden würde, um sie einfach abends aufzusprühen, um sie leer zu machen dann aber. Nee, feiere ich nicht so. Deswegen wandern die auch weiter. Machen wir einen kleinen Exkurs zu Chatler. Ne, das sind ja wirklich Zwillinge und ich sage jetzt auch nicht, zu was das ein Zwilling sein soll. Ich glaube, das können wir uns alle irgendwie auch ein Stück weit denken. Einmal hätte ich hier Night Option am Start. Das ist dieser Duft. Kann man halt nehmen, um zu gucken, ob einem der Originalduft gefällt. Also die Chatler-Düfte sind auch wirklich sehr, sehr günstig. Sie halten eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Also das muss man ihnen wirklich zugute halten. Aber wenn ich die jetzt zum Beispiel mit den Larif-Düften vergleiche, haben die Larif-Düfte wenigstens schöne Flakons, muss ich sagen. Also das macht einfach ein bisschen mehr her. Und auch wenn ich sagen könnte, okay, ne, wenn ich die jetzt alle zusammen behalte, sieht das auch irgendwie schön aus. Aber Nee. Ich glaube, ich werde tatsächlich auch alle, ich werde mich von allen Chatler-Düften, glaube ich, trennen. Hier habe ich auch noch das Aloha, ne? Ja. Mag ich gerne leiden. Ist wirklich auch ein schöner Abendduft, ein schöner Weggeduft. Dann habe ich hier auch noch das Aloha Gorgeous. Da dürfte ich ja auch den Nachbarn von haben. Oder die Nachbarin, man weiß es nicht. Als nächstes habe ich hier Plaza Hypnotic. Ich finde tatsächlich auch, dass diese Chatler-Düfte genauso wie bei den Larif-Düften in Relation zu ihren Zwillingen, zu ihren Nachbarn, einfach die dezentere Version davon sind, sodass man da halt einfach nicht dieses raumeinnehmende Geschichten, Gedönsen am Körper hat, sondern eher so den Duft für sich selber und vielleicht für so ein paar Leute um einen herum wahrnehmbar hat, ne? Aber es ist also schon eine andere Hausnummer. Trotzdem, den Plaza Hypnotic finde ich sehr, sehr gut. Der wird auch behalten. Dann habe ich den Nummer 4 von Chatler. Ja, nee. Dann haben wir hier noch den Bella Che. Nee. Chatler Good Lady habe ich ja auch noch mit am Start. Und das praktisch halt einfach, die kosten, glaube ich, 5 Euro oder so. Da fehlt mir aber so ein bisschen der Schuh, muss ich gestehen, zu dem ganzen Feeling. Und dann habe ich noch das Original Chatler Candy Girl, was ein bisschen was Süßeres mit dabei hat, aber da bin ich auch nicht ganz super into it. Also die beiden werde ich behalten. Den einen werde ich behalten, den Plaza Hypnotic. Wo wir schon mal bei Larif waren, gehen wir jetzt auch mal zu Larif. Da habe ich zum Beispiel hier das Solare, was ähnlich wie der Nachbar riecht, aber eigentlich brauche ich zu dem Duft keinen Nachbarn, bin ich ehrlich, weil so super, super teuer ist der Nachbar ja gar nicht.
Ne, und es ist halt auch ein Anwohner in der Straße, kann man definitiv sich mal anschauen. Ja, hier habe ich ja eben schon mal kurz den Flakon gezeigt. Das ist das Elegant Woman Eau de Parfum, finde ich tatsächlich besser als seinen generellen Freund, weil der halt einfach, also der riecht ähnlich und nimmt den Raum halt nicht so ein und ich mag diesen Duft einfach sehr gerne tatsächlich. Ja, genau, und das, also der Nachbar ist mir einfach zu einnehmend, der ist mir zu dominant. Dann haben wir hier auch noch einen, und zwar das Elixier von Larif. Das ist ja ein relativ neues Schätzchen, was die dort im Sortiment haben, ne? Und das finde ich auch dezenter und tragbarer. Und ich mag es tatsächlich. Also ich hatte auch schon Proben von einem anderen Bekannten davon und fand das dann aber auch immer sehr, sehr, wie soll ich das sagen, krass. Krass, so kann man das beschreiben. Und das ist ein sehr, sehr eleganter Duft. Und ich finde einfach, wie gesagt, diese Larif-Flakons so abgefahren, das gefällt mir. Metaphor ist ein Duft, den sehe ich halt voll bei meiner Mama. Also das ist schon ein weiblicher Duft, aber einer, der auch ein bisschen was von der sportlichen Weiblichkeit auch mit sich bringt. Ja, mag ich aber auch schon gerne. Dann haben wir einen neuen, den habe ich jetzt eben erst geöffnet, den habe ich noch gar nicht ausprobiert. Das ist der Vanilla Touch. Ich glaube, auch das ist eine relativ neue Geschichte, bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Oh, der riecht richtig angenehm. Oh, Vanille, hallo. Sehr, sehr angenehm. Den mag ich. Also das ist wirklich auch ein schöner Vanilleduft. Den kann man sich definitiv mal angucken, wenn man genauso wie ich ein sehr großer Vanille-Fan ist und Bock hat, halt auch diese Vanille-Duftgeschichte mit anderen Parfums zu kombinieren, um sich halt einen einzigartigen Duft zusammenzubasteln. Ne? Dann hat Larif die ganzen Geschichten ja auch in dieser kleinen Version rausgebracht oder viele davon habe ich jetzt schon entdeckt. Hier habe ich das Her Choice und das mag ich sehr, sehr gerne. Wirklich sehr, sehr gerne. Das ist ein Duft, den kann man halt auch wirklich als Jugendliche tragen, als junge Erwachsene, aber auch als erwachsene Frau mit 35, 45, 55, 65 Jahren. Man muss halt entsprechend nur den Vibe dazu haben. Und auch das ist ein Duft, den ich eher in die ich möchte mich cool fühlen Richtung einsortieren würde. Gleichzeitig hat er aber auch was Verspieltes mit dabei. Und dann haben wir hier auch noch etwas relativ Neues. Der ist für mich eher nicht so ansprechend und nicht so viel sagen. Das 315 Prestige Pink for Woman. Das ist dieses hier. Finde ich auch sehr klassisch, aber nicht so huhuhu. Ich bin ein total aufregender Duft. Ne? Ja, das heißt also, ich weiß noch nicht. Der muss noch ein bisschen getestet werden. Da wollen wir jetzt nicht voreilig sein. Und wo wir jetzt auch schon mal in der Schiene sind, gehen wir auch mal zu Larisé. Da habe ich auch schon das ein oder andere Mal mir bestellt. Da habe ich mir auch zugeschrieben, was es sein sollte. Einmal habe ich hier die Nummer 165. Auch hier finde ich sehr, sehr schade, dass Larisé halt die sehr klassischen Flakons gewählt hat. Der ist mir zu gewöhnlich, glaube ich. Ich glaube, der wird auch nicht bleiben. Hört sich auch so böse an, ne? Aber ich glaube, ihr wisst, wie ich das meine. Dann habe ich hier die 119. Auch das ist ein Duft, den wir hier vielleicht schon mal von einer anderen Firma als Nachbar gesehen haben. Also die gehören schon irgendwie in eine Straße, ne? Also die wohnen irgendwie zusammen. Da würde ich den hier, glaube ich, bevorzugen. Hier haben wir die 801 auch mit dabei. Ich habe mir die damals auch mal gekauft, als Maxim einen richtig guten Code hatte. Das ist eigentlich nicht so hundertprozentig meine Welt, weil sowas bei mir, ich merke es gerade hier an dieser Schläfe, dass mir das Kopfschmerzen macht. Nee. Und dann habe ich hier noch die 190. Der ist cool. Den mag ich. Der hat was Süßes mit dabei. Der hat auch was fruchtig-zitrisches am Start, ja. So Orange oder sowas. Auch ein bisschen was Herbes noch, aber also den mag ich schon. Also der darf auch bleiben. Doch, doch, komm. Ja. Hier habe ich den Pacifica Dream Mood mit Patchouli, Sandelholz und pinker Rose, den ich per se sehr, sehr gerne mag. Aber ich greife da nicht mehr zu. Nee, der wird auch weiter wandern. Dann habe ich noch die Halloween-Düfte hier. Das ist einmal Halloween Blossom, das ist dieser hier. Eigentlich auch ein sehr schöner Alltagsduft. Wobei der jetzt sehr, 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 sehr leicht nur riecht. Ne? Ist halt so null, ich mache dir irgendwie Kopfschmerzen, ne? Sehr blumig. Und dann habe ich hier auch noch diese Magic-Geschichte von den Halloween-Düften.
den ich jetzt gar nicht so ultra magisch finde. Also den Magic werde ich weiter wandern lassen. Der ist schon sehr, sehr fruchtig, ne? Also das ist wirklich so ein richtiger, eine Fruchtbombe. Ja, so kann man das sagen. Dann hatte ich, upsala, in einem Adventskalender mal dieses Durance Delicat Nymphea mit Wasserlilie drin. Ein sehr besonderer Duft, finde ich persönlich, weil man das auch so gar nicht, also so intensiv die Wasserlilie in anderen Düften drin hat. Das ist so ein ganz zarter Frauenduft, ganz zarter Mensch. Also das stelle ich mir halt auch wirklich an so Elfen vor. Genau, da kann ich mir das sehr gut vorstellen, wenn ich eine Elfe kennen würde. Dann habe ich auch noch hier von Givenchy einen Duft mit 12,5 Millilitern. Das ist L'Interdit. Ah, guck mal, auch so ein richtiger Klassiker, ne? Den hatte ich auch irgendwie in Adventskalender oder so. Also diese Größen sowieso da in Boxen, ne? Der ist sehr, 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 sehr herb, sehr, sehr unisex. Es ist ein Herrenduft, ein Damenduft, es ist ein Unisex-Duft. Ich glaube, das kann man sowohl als auch tragen. Aber ich glaube, ich frage meinen Freund mal, ob das was für ihn wäre. Dann habe ich, oh, ein richtig toller Duft. Valentino Donnerborn in Roma. Den hatten wir in einer Notino-Box drin. Und den finde ich sehr, 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 sehr nice. Der hat super krass was von dieser Haarspray-Note mit dabei. Das ist sicherlich auch irgendwas mit Bergamotte oder so. Aber der hält dir so gut. Oh, ich finde den immens. Das ist schon, ne, hart an Kopfschmerzen dran, aber schon ganz nice. Also der ist schon was anderes. Tamin London Patiala habe ich ja auch noch mal irgendwo mit drin gehabt. Den muss ich noch mal riechen. Da weiß ich nicht, wie diese 10 Milliliter riechen. Sehr, 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 sehr herb. Das ist auch nicht ein Duft von mir. Also, was ich so trage, ne? Nee, nee. Ich habe tatsächlich auch einen Duft von Revolution, den Love ist das. Der riecht auch wirklich ganz schön. Das ist ein richtiger Alltagsduft, ne? Ja, kann man machen. Ist jetzt für mich aber nichts, was ich unbedingt behalten muss. Den fand ich eigentlich echt schön. Trussardi Eau de Parfum 10 Milliliter. Da war ich sehr, sehr überrascht, als ich den gerochen habe. Weil der ist schon irgendwie besonders. Irgendwas hat der, dass er sagt oder schreit, ich möchte bitte bei dir bleiben, Claudi. Sicherlich wirst du mich irgendwann sehr, sehr lieb haben. Dann habe ich hier die Charlotte Tilbury Düfte. Die werde ich gleich, glaube ich, auch alle behalten. Das ist einmal hier Love Frequency. Die waren jetzt nicht so super abgefahren. Ne? Das habe ich euch in dem Short auch gezeigt. Das war nichts, wo man sagt, oh mein Gott, oh mein Gott. Calm Bliss habe ich hier auch noch. Ich rieche jetzt gerade gar nichts mehr, aber ich weiß, dass ich die nochmal intensiver an mir testen wollte. Was ich schön fand, ist der Joyphoria. Den mochte ich schon ganz gerne. Den mochte ich auch an mir. Ne? Aber das sind jetzt, also Charlotte, die soll weder Skincare sich noch irgendwie weiter dran verschärfen, sondern, und auch nicht Parfums, die soll sich gerne auf dekorative Kosmetik weiter berufen, weil die kann das echt gut. Ne? Und dann habe ich hier das Morsex, was ich halt tatsächlich vom Duft her gar nicht gut fand. Nee, also das fand ich wirklich gar nicht schön. Das mochte ich nicht so gerne. Ich hatte auch noch die anderen, die habe ich, glaube ich, auch immer noch als kleine Probe. Dann haben wir hier einen Avant-Duft und zwar das Persian Sunset. Das sind für mich Düfte, die ich halt einfach auch so tragen kann. Alltagsdüfte, ne? Mochte ich gerne leiden. Also ja, jetzt gerade ist halt meine Nase einfach fertig. Die kann nicht mehr. Ich habe eben schon an Kaffee gerochen, aber es hilft nicht mehr so viel. Juliet Has a Gun habe ich hier auch noch. Das Magnolia Bliss. Ein sehr blumiger Duft, den ich auch sehr überraschend fand, weil ich sonst immer dieses Juliet Has a Gun als Roller hatte und nie behalten habe. Und dann habe ich den einmal als Sprayer gehabt, ausprobiert und ich mochte das sehr gerne. Der riecht schon sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Love Me von Dr. Me war eine Geschichte, die hatten wir, glaube ich, in der Beauty.at-Box, das Eau de Parfum. Das mochte ich auch sehr gerne, deswegen habe ich das auch behalten. Aber diese 10 Milliliter-Geschichten sind eigentlich alles Düfte, die ich halt auch wirklich dann aufbrauche. Ne? Also das ist nichts, was ich jetzt einfach so auch habe, sondern das verwende ich und das wird dann auch leer gemacht, sobald ich das in Anwendung nehme. Und das hier könnte auch demnächst, sehr, sehr demnächst auch bei mir in Einsatz kommen, weil das eigentlich auch ein sehr angenehmer Duft ist. Genauso auch der Floral Street Wonderland Peony, den mochte ich auch sehr, sehr gerne. Ist immer witzig, ne? Das sind alles 10 Milliliter. Der hat wirklich auch was, ja, das ist sehr floral, ne? Der hat sehr, sehr was von einem Duft, der mir einfach sehr gefällt und dementsprechend, ja, bin ich froh, dass ich ihn habe. Sisley, Isia, da habe ich einmal das La Nuit, das riecht so besonders und schwer, edel,
Es ist auch teuer. Also ein sehr, 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 sehr nicer Duft, den ich auch gerne trage. Und dann habe ich noch das klassische Isia. Und ich glaube, beide Düfte waren auch mal in der Beauty.at-Box drin. Das war noch zu den Zeiten, wo die richtig geil waren. Ne? Mittlerweile ist es ja leider nicht mehr so. Der ist halt ein bisschen milder. Das La Nuit ist halt einfach wirklich dieses Ich bin ein Abendduft. Und das hier ist eher die Ich bin ein Tagesduft-Variante davon. Unique, beziehungsweise mittlerweile heißen die, wie heißen die? Nee, jetzt heißen die Unique? Nee, Parfori heißen die doch mittlerweile, ne? Habe ich auch drei Düfte von. Da habe ich mir auch letztens aus dem Trashy hier endlich mal diese Geschichte geholt, wo man das dann reinstecken kann. Da habe ich einmal das Ella K. Plus sur la... Sur Halong, keine Ahnung, das wird auf jeden Fall dann mal ausprobiert. Man kann halt bei Parfori, ja, einfach auch so ein ganz klassischer Alltagsduft, ne, sich so ein Parfüm-Abo ja holen, ne, genau. Und da habe ich jetzt das ein oder andere hier. Dann habe ich auch noch das Initio Psychedelic Love, das riecht einfach ein bisschen besonders. Ist schon sehr zitrisch, ey, nicht das Ding essen hier. Der hat auch irgendwas Mentholiges oder so mit dabei. Ganz, ganz crazy, aber nicht unbedingt mein Duft. Dann habe ich auch noch das klassische Parfum de Mali Delina, das klassische vor allem, ne? Das, was ich mir jedes Mal, wenn ich die Möglichkeit habe, halt eben in solchen Geschichten hole. Hatte ich auch schon diverse Nachbarn von. Ich mag den Duft sehr, 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 sehr gerne. Der hat etwas sehr Pudriges, Blumiges mit dabei und ich hatte letztens auch die Möglichkeit, eben durch die Beauty.at-Box, dass ich das als Bodylotion verwendet habe und das war ein Träumchen, Leute, ich sag's euch. Und der Duft selber, den liebe ich. Ich finde den wirklich sehr, 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 sehr gut und würde ihn mir einfach nicht fürs Geld so kaufen, weil der einfach sehr, sehr teuer ist. Ich glaube, ich brauche meinen alten Drehteller gleich gar nicht mehr. Also die drei Geschichten von Songmix werden mir definitiv reichen, denn ich habe jetzt noch drei Düfte hier. Und zwar, das hatte ich auch letztens mal mit euch zusammen getestet und das ist das Latafa Yara. Das sind jetzt orientalische Düfte, die sehr, sehr besonders sind. Ich persönlich finde auch, dass sie sehr, sehr intensiv halten. Also das ist nicht mal eben so. Da brauche ich auch nicht viele Sprüher von. Ne? Das ist... ja, orientalisch, aber trotzdem hat das noch irgendwie eine fruchtige Note mit dabei, was ich auch sehr gerne mag. Es ist halt ein Oschi von Parfum, genauso dieses hier. Das ist das Latafa Anaabiet Poudre, genau. Das ist ein total schöner, angenehmer Duft, der aber auch etwas sehr Besonderes mit sich bringt. Sehr besondere Note. Also der hat was... Unisex-mäßiges, aber es ist definitiv ein Damenduft. Der hat was sehr Pudriges, was sehr Blumiges, was sehr Umarmendes. Also mich umarmt dieser Duft gerade sehr. Wie oft kann man sehr sagen, ja. Und ich mag ihn. Also das ist auch echt eine empfehlenswerte Geschichte, ne? Muss ich wirklich sagen. Der Sticker da drauf sieht leider super billig aufgeklebt aus. Ja, schade Schokolade. Es ist halt ein komplett pudriger Duft, wie es ja auch draufsteht, ne? Ich mag ihn. Ich würde den vielleicht kombinieren nochmal mit dem Burberry Goddess oder so, um noch eine leichte Süße mit reinzubringen. Oder wenn man halt wirklich noch eine fruchtige Note mit dabei haben wollen würde. Dieses Jean Dassel mit der Birne wird, glaube ich, auch damit ganz gut funktionieren. Und dann habe ich hier als Premiere für uns alle die Möglichkeit, dass ich einen Duft mit euch zusammen ausprobiere, den ich noch nie gerochen habe. Dahab, Safi oder Parfum, da haben ja auch immer wieder viele von geschwärmt. Ich sehe das auch viel auf TikTok und so weiter. Ne? Da sind 100 Milliliter drin. Und der soll halt hammermäßig sein. Holla. Der ist, also ja, orientalisch definitiv. Diese Gewürzmischung quasi, die da mit drin ist, die kommt aber direkt in die Nase. Der hat auch was Fruchtiges im Sinne von zitrischen Früchten mit dabei. Ist ein Sommerabendduft, finde ich. Ein schöner Sommerabendduft. Wenn ich zu tief dran rieche, könnte es sein, dass ich Kopfschmerzen bekomme. Da pocht hier an der Seite schon wieder was, ne? Aber da kommt auch was Schönes, Süßes am Ende noch mit raus. Aber nicht zuckersüß. Hm. Den mag ich. Der hat was. Der hat auf jeden Fall was etwas Besondereres. Und ja, finde ich schön. Den werde ich mal ein bisschen intensiver ausprobieren. Entspricht gar nicht so dem, was ich klassischerweise trage. Diese süßen, fruchtigen Düfte, ne, oder blumigen Düfte. Das ist irgendwie ganz, ganz anders. Aber mega cool. Ich habe hier noch in den anderen Schubladen, die ich ausgebaut habe, noch ganz viele Proben drin. Da gucke ich einmal kurz durch, ob ich da irgendwas schon in Originalgröße mittlerweile da habe. Weil das sind alles so Düfte, die ich interessant finde
Und die ich einfach mal ein bisschen intensiver so für mich ausprobieren wollte. Aber nee, habe ich glaube ich nicht. Und das hier sind alles so Nischendüfte. Das habe ich aus dem Adventskalender. Dann habe ich hier ganz viele Replikadüfte. Die wollte ich auf jeden Fall auch mal ausprobieren, weil da viele von schwärmen. Und das hier sind so ganz besondere Düfte von Y und von, keine Ahnung, von ganz, ganz vielen nicht ganz so bekannten Geschichten, ne? Roger and Gellert und so, also etwas Guttall und so. Also das sind auch, glaube ich, eher so Nischenparfums, die auch mal getestet werden wollen. Die kommen jetzt auch noch mit rein. Ein bisschen Platz habe ich noch, Leute, ne? Das ist doch cool. Also wenn ich mich jetzt so seitlich umgucke, sehe ich, dass ich ja auch allerhand aussortiert habe. Und vielen Dank an Songmix, Mensch, für die Kooperation und für die Bereitstellung der Organizer. Also das hat definitiv hier ein bisschen mehr Ordnung reingebracht und mich auch ein bisschen dazu animiert, das Ganze etwas schöner zu gestalten, etwas besser zu sortieren, dass ich jetzt auch wirklich weiß, okay, hier habe ich quasi mehr oder weniger Düfte, die ich aufbrauchen möchte. Hier habe ich so etwas speziellere Düfte, die ich aber auch eher sammel, in Anführungsstrichen. Das hier sind die eher günstigeren Geschichten und vielleicht auch Nachbarn und so weiter. Und dass ich da dann auch eher immer so, ne, für mich, dass ich habe da für mich jetzt eine Organisation in meinem Kopf drin. Und da bin ich einfach happy, dass das jetzt hier funktioniert hat, auch alles euch zu zeigen und einfach mal auch auszusortieren, was ich auch immer ganz gut finde. Schreib du mir doch mal super gerne in die Kommentare, was dein absoluter Lieblingsduft ist, den du allen empfehlen möchtest und warum. Und ja, ihr Lieben, das war es hier von mir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wie ein Däumchen, ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.